Halten Sie mich für naiv? Also ich habe jetzt nicht jeden, wir haben in unserem Manifest nicht jeden Schritt ausgearbeitet. Das muss natürlich Hand in Hand gehen. Und erst dann, wenn die Russen anfangen, sich aus den am 24. Februar vergangenen Jahres besetzten Gebieten zurückzuziehen, erst dann kann man sagen, und es einen wirklich echten Waffenstillstand gibt, erst dann sagt man, man liefert keine Waffen mehr, ist ja klar. Aber nur dieses Waffenliefern ohne jeden diplomatischen Versuch. Das heißt, da muss ich einmal richtig verstehen. Sie sagen jetzt, Voraussetzung für den Stopp von Waffenlieferungen muss schon sein, dass die sich zurückziehen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Oder muss sein, dass es einen Waffenstillstand gibt, ja. Und da und im Anschluss an den wirklich eingelösten, ernsthaften Waffenstillstand gibt es die Verhandlungen. Und dann müssen beide Seiten Kompromisse machen. Ich habe Sie bisher anders verstanden, auch in Ihrem Manifest, Frau Schwarzer. Das heißt, damit sagen Sie, solange Waffen liefern, ist okay, solange die russische Armee sich keinen Zentimeter bewegt und weiter nach vorne bewegt. Ja, nun muss man mal sagen, wissen Sie, die russische Armee. Also Selenskyj hat im vergangenen Herbst ein Dekret erlassen, Hier kommt der Befehl des Präsidenten, dass nicht verhandelt werden darf. Also das heißt, wir kämpfen gegen diese größte Atommacht der Welt, solange bis hier kein Mann und keine Maus mehr ist und das ganze Land zerstört ist. Wir sehen in diesen Tagen den russischen Machthaber Wladimir Putin bei Feierlichkeiten in Moskau und sehen ihn unter anderem so sprechen. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Sagt dort und dann anschließend auch im Moskauer Stadion vor Zehntausenden jubelnden Menschen, vor Soldaten, vor Kindern noch einmal, dass für die Eskalation ausschließlich der Westen verantwortlich sei. Was empfinden Sie bei diesen Auftritten? Einmal den Kopf ausschalten, was empfinden Sie bei diesen Auftritten? Das kann ich Ihnen sagen. Ich sehe einen Beweis dafür, dass beim Krieg immer die einen sagen, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und die anderen sagen, wir sind aber die Guten, die anderen. Es gibt aber was soll an ihm gut sein? Also wenn Sie sagen, hier ist nicht gut und böse, gesagt, klar verteilt. Ich habe gesagt, das ist seine Auffassung. Mhm. Seine Auffassung. Und ich würde auch sagen, es geht hier nicht um Moral. Es geht hier nicht darum, wie man Herrn Putin oder Herrn Selenskyj oder Herrn Biden findet. Ja? Es geht um Machtverhältnisse. Und es geht darum, Menschen, man wird immer gesagt, unschuldige Menschen, aber ich finde, Schuldige darf man auch nicht einfach umbringen. Also Menschen zu schützen, dass man sie in den Krieg wirft, ins Massaker wirft. Verstanden. Aber so. Schauen Sie, ich wollte einmal rausfinden, weil wir alle haben Gefühl auch zu diesen Bildern. Das macht was mit uns, wenn es diese Auftritte gibt, dort vor seinen Militärs, dann später auch im Fußballstadion. Mir läuft da ehrlich gesagt ein kalter Schauder über den Rücken. Was empfinden Sie dabei? Ich nehme das ernst und ich finde das sehr bedrohlich. Und ich meine, dass wir uns mit der größten Atommacht der Welt an einen Tisch setzen sollten und reden und nicht weiterballern. Weil irgendwann kommt dann die finale Waffe und Sie wissen, was das ist. Und da sitzen wir auch hier in Deutschland und in Europa nicht mehr im Trockenen. Wenn Sie mit dem verhandeln müssten, dann sitzen Sie an einem sehr langen Tisch, wie wir wissen, an den kleinen setzt er sich nur derzeit mit dem Chinesen. Und dann sagt er Ihnen, verantwortlich für die Eskalation sind alleine Sie, ist alleine der Westen. Ja, aber natürlich. Was antworten Sie? Aber das sagen die anderen auch. Ich würde ihm antworten, wissen Sie, lassen wir mal die Vorgeschichte, die kompliziert ist. Seit 9 Jahren gibt es ja da ein Hin und Her in der Ukraine, wo im Grunde die beiden Weltmächte zusammenprallen. Ich würde sagen, das interessiert uns jetzt nicht, lieber Herr Präsident. Wir wollen, dass das Sterben aufhört. Und jetzt sagen Sie mal Ihren Preis. Und dann sage ich meinen Preis. Und Sie wissen ja, das ist auch auf dem Markt so, auf dem arabischen Markt doch ein bisschen stärker als bei uns. Dann fängt man an zu verhandeln, zu gucken, wo kann ich Konzessionen machen. Mein einziges Bestreben ist für die Menschen, dass dieser Krieg so bald wie möglich aufhört. Wir führen ihn, wir alle, weil der Westen führt ja durch seine Waffenlieferungen diesen Krieg mit. Wir führen ihn seit einem Jahr. Das positive Resultat ist, dass die Ukraine sich dank der Unterstützung des Westens zur Wehr setzen konnte. Nicht? Also, das war ja ein brutaler
Überfall auf das Land. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir zunächst Waffen geliefert haben. Das ist das Positive. Ja, und der Aggressor hat gesehen, so einfach ist das nicht. Es ist kein Spaziergang wie in der Krim, wo die Stimmung anders ist, sondern die sagen, Moment mal, ja, draußen bleiben. Das Negative ist, dass es sich zieht und zieht und zieht und immer mehr verhärtet. Wir immer mehr in diesem Hassdenken drin sind. Ja? Also hier sind die Menschen und da sind die Monster und so weiter. Und wenn wir aber uns ein bisschen verrücken und gehen in deren Perspektive, dann sehen wir, dass die das genau umgekehrt sehen. Lassen Sie einfach schauen, wie wir aus diesem Krieg rauskommen und wie wir und hoffen, dass wir uns nicht immer mehr einem Atomkrieg nähern. Es geht hier um die Existenz der Welt. Also der UN-Generalsekretär Guterres, der hat ja jüngst gesagt, wir gehen nicht schlafwandlerisch in diesen Krieg, ist eine Anspielung auf einen Buchtitel, sondern wir gehen mit offenen Augen in den Weltkrieg. Das sagt der UN-Generalsekretär. Ich bitte Sie, was soll man denn noch sagen?